Einer der brutalsten Anime geht auf Disc weiter. Der beliebte Drama-Abenteuerfilm Suzume schafft es endlich in unsere Regale und eine verrückte Comedy-Serie, wo der Held seine Finger nicht bei sich lassen kann, erscheint gleich als Gesamtausgabe und sogar recht preiswert. Diese Anime und noch mehr stelle ich dir im heutigen Video vor. So hat der April begonnen und die Disc-Neuheiten wurden bekannt gegeben. Die stelle ich dir nun vor. Wenn ich jeden Monat diese besprechen soll, dann drücke auf den Like-Button, so weiß ich, dass es dir gefällt. Hast du manchmal auch verrückte Ideen, aber setz sie da nicht um? Holy, ist da anders. Letztes Jahr war es noch ein April-Scherz und jetzt Wirklichkeit. Die riesige 100-Portionen-Dose ist da. Passend dazu gibt es auch die neue Sorte Grapefruit-Giraffe. Wer also von dieser fruchtigen Geschmackssorte nicht genug bekommen kann, sollte zuschlagen. Die Sorte ist auch streng limitiert. Und ein riesiger Shaker, genannt Giga-Gallon, ist nun auch verfügbar. Aber warte mal, Kaisen. Gibt es denn keine Möglichkeit, Holy günstiger zu testen? Doch, die gibt es. So kann man viele Sorten von Holy auch in einer kleineren 10-Portionen-Variante bestellen. Der Vorteil ist auch, dass jede Portion einzeln verpackt ist. Somit kann man sie perfekt für unterwegs, die Schule oder die Arbeit mitnehmen. Du kannst aber auch noch mehr Sorten durchtesten, wenn du einfach die gewöhnlichen Probierpakete dir holst. Also für Energy, Eistee oder Sportsdrink. Verwende als Neukunde den Code KAISEN5 für 5 Euro Rabatt oder als Bestandskunde Code KAISEN für 10% Abzug. Also schau doch mal bei Holy vorbei und unterstütze damit diesen Kanal hier direkt. Link ist in der Videobeschreibung, nun aber zum eigentlichen Thema. Lustig, geht es gleich los mit Devil is a Part-Timer. Da gehen wir in die zweite Runde mit der zweiten Staffel, die ja sehr viel Kritik einstecken musste. Das Charakterdesign hat sich geändert, die Animation war noch nicht mehr so gut und ehrlich gesagt, die Geschichte hat auch ein bisschen abgebaut. Das Ganze geht nämlich um den guten Satan, den Dämonenlord, der jetzt in unsere Welt kommt und in einer Burgerbude brutzelt, weil er halt aus seiner Fantasy-Welt flüchten musste. Und ehrlich gesagt, so viel brutzelt er gar nicht mehr in der Burgerbude, also das geht jetzt eher in andere Richtungen rein, was gar nicht so schlimm ist, dass er mal einen Ausflug macht, aber irgendwie ist das nicht mehr das Feeling von der ersten Staffel. Leider hat man auch einige Synchronsprecher jetzt ausgetauscht bei der zweiten Staffel, auch von Protagonisten, und das ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig, gerade weil die deutsche Synchro ja bei Staffel 1 so beliebt war. Aber vielleicht kann man es auch anders sehen, vielleicht rettet die deutsche Synchro dann wiederum die zweite Staffel, wenn die halt wenigstens gut geschrieben ist und da halt ein paar Gags einbaut und man vielleicht durch den langen Abstand sich auch gar nicht mehr an die erste Staffel so hundertprozentig von den Sprechern erinnern konnte. Es muss dann jeder selber so ein bisschen entscheiden, beziehungsweise probe die Serie zumindest mal bei Aniverse schauen. Die zweite Staffel kostet dann 130 Euro die erste Volume, aber keine Sorge, das ist theoretisch wie eine Gesamtausgabe, denn die zweite Staffel hat eben 24 Folgen und dieser erste Part von der zweiten Staffel, also gleich 12 Folgen, die erscheinen eben hier in der ersten Volume. Ich würde das Ganze ehrlich gesagt Teil 1 oder sowas nennen oder die erste Hälfte, aber nun kommt auch ein Acrylaufsteller dabei. Billig ist es trotzdem nicht, das muss man auf jeden Fall sagen. Soll dann wie gesagt am 5. April losgehen. Und die Lachmuskeln strengen wir auch gleich bei der nächsten Serie an und zwar Urusei Yatsura, das Remake, soll endlich bei uns rauskommen mit deutscher Synchro. Übrigens, wir sind immer noch beim 1. April. Naja, passt auch zu dieser Serie, würde ich sagen. Und ich glaube, die Synchro könnte es auch hier für mich so ein bisschen retten, weil ich habe den Anime damals auf High Dive gesehen mit englischen Untertiteln und da kam ich einfach bei diesem schnellen Hin und Her gar nicht hinterher. Und ich glaube, die deutsche Synchro hat mir zumindest von den Clips echt gut gefallen, deswegen dadurch könnte der Anime echt ziemlich aufgewertet werden. Handelt von dem Schürzenjäger Atero, der die Welt retten kann. Ja, denn es gibt eine Alien-Invasion und wenn er die Alien-Dame Lum fangen kann, dann wird diese Alien-Invasion halt abgeblasen. Und es könnte vielleicht sein, dass Lum sich dann auch, nachdem er sie fängt, in den guten Atero verliebt. Und das natürlich zu allerlei lustigen Szenen führt. Ist auf jeden Fall eine crazy Rom-Com. Stammt ja von Rumiko Takahashi, der Ranma 1/2 beziehungsweise Inuyasha-Schöpferin. Wer also gerade Ranma 1/2 mochte, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Soll für 53 Euro die erste Volume erscheinen am 19. April. Großes Problem nur, der Sammelschuber ist schon vergriffen. Deswegen abonniert unbedingt diesen Kanal. Ich sage ja auch immer in den News am Dienstag, wenn eine neue Serie auf Disc angekündigt wurde, wenn man sie vorbestellen kann, weil den hätte man ein bisschen früher dann halt vorbestellen müssen. Ich hoffe, dass die Serie auch bei Aniverse dann mit deutscher Synchro erscheint, weil dann kann man auch die Serie auf Deutsch genießen, ohne eben diese Edition sich kaufen zu müssen. Kommen wir jetzt zu dem Helden, der seine Finger nicht bei sich lassen kann, und zwar in The Legendary Hero Is Dead, diese Comedy-
echte Edgy-Serie. Worum geht es? Und zwar der gute Toka Scott, der will eigentlich nur sein Feld beschützen vor ein paar bösen Monstern. Das Problem ist nur, er baut da eine Falle und in diese Falle fällt halt der Held rein, der eigentlich die Welt retten sollte. Und der geht dadurch drauf und jetzt muss halt Toka diese Rolle übernehmen. Und der fokussiert sich eher nur auf die Beine von den Damen und will denen regelmäßig Strumpfhosen anziehen. Also da sind die Prioritäten so ein bisschen falsch belegt. Aber ja, ist eine lustige Comedy-Serie. Erscheint jetzt gleich als Gesamtausgabe. Keine Volume-Veröffentlichung gibt es da. Aber für den Preis kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Für 64 Euro hat auch eine deutsche Synchro erhalten. Kann man aber auch bei Crunchyroll vorher Probestreamen, sollte man machen. Da auch schon mit deutscher Synchro am 19. April. Ein richtiger Anime-Klassiker ist dann wieder Mushishi. Diese Drama-leichte Abenteuerserie handelt halt von Ginko, einem haarenden Doktor, der halt umherreist und dann jetzt immer wieder Leuten hilft, die von übernatürlichen Wesen befallen wurden. So kann man das relativ simpel, relativ leicht erklären, ohne da extrem deep jetzt hier einzusteigen. Ist auf jeden Fall eine fantastisch aussehende und schöne Serie, deswegen gönnt die euch auf jeden Fall. Erscheint jetzt auch in einer fantastischen Edition die erste Volume mit dem Hardcover-Sammelschuber und da gibt es auch immer bei jeder Volume viele Extras dabei, also da hat Polyband sich echt übertroffen mit dieser Edition für 55 Euro, also ein bisschen teuer ist es dadurch auch. Dann am 26. April kommt das Ganze dann raus. Also hier werden dann auch die einzelnen Sachen aufgelistet, was da alles dabei ist. 5 Artcards, Fanposter und 100-seitiges Begleitbuch, also das ist schon ganz schön heftig. Richtig brutal wird es dann wieder in der zweiten Staffel von Goblin Slayer und die brauche ich dir, glaube ich, gar nicht mehr groß vorstellen. Ist auch relativ simpel, die Geschichte erklärt. Handelt halt von dem Protagonisten, der Goblin Slayer und der slayt eben Goblins, beziehungsweise killt die halt, will die halt um die Ecke bringen in seiner Rüstung und ja, geht genauso weiter wie die erste Staffel. Wer diese mochte, der wird sicherlich auch mit der zweiten zufrieden sein. Das Ganze soll dann am 26. April rauskommen, hoffentlich. Animoon ist ja in letzter Zeit so ein bisschen bekannt für ihre Verschiebungen, aber ja, ist auf jeden Fall eine nette Serie. Übrigens auch hier wieder, man kann nicht einfach nur Staffel 1 schauen, sondern man muss eigentlich am besten vorher den Film Goblin's Crown sich gönnen. Die ersten 30 Minuten sind davon eine Zusammenfassung von der ersten Staffel. Nur als Info, die kann man überspringen, wenn man den sich noch anschauen will. Aber ja, ist auf jeden Fall ein netter Film, mal abgesehen von den ersten Minuten. Isekai-mäßig wird's dann wieder In Another World with My Smartphone. Ja, genau wie der Titel es sagt, kommt unser Protagonist mit seinem Smartphone in die andere Welt, denn er wünscht sich, dass er das unbedingt mitnehmen kann. Das funktioniert dann auch über Solar, also ja, nun, was soll man dazu sagen? Er baut sich da aber relativ schnell einen großen Harem auf, der auch einigermaßen ernsthaft wird, also da gewisse Liebesgeständnisse vielleicht passieren. Also wer darauf Bock hat, auf so eine Isekai-Harem-Serie mit einem sehr starken Protagonisten natürlich, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Erscheint gleich als Gesamtausgabe zum ersten Mal bei uns für 64 Euro, auch mit deutscher Synchro. Am 5. April kann man natürlich aber auch schon bei Crunchyroll schauen mit deutscher Synchro. Hoffentlich endlich in die nächste Runde geht Haganai mit der zweiten Staffel, wurde ja jetzt mehrmals nach hinten verschoben. Hoffentlich ist es dann jetzt endlich mal der Fall nach dieser langen Wartezeit für 40 Euro die erste Volume am 19. April. Auf ein großes Abenteuer gehen wir dann wieder bei Suzume. Ja, ich werde auch, glaube ich, mal das richtige Bild mal so ab und zu einblenden. Warum nehme ich das Ganze am 1. April auf? Beziehungsweise ich nehme das am 2. April auf, aber in Amerika ist eben scheinbar noch der 1. April. Aber nun, was soll man dazu sagen? Handelt halt von der guten Suzume, die jetzt mit Sota versucht, regelmäßig Katastrophen in Japan zu verhindern. Denn wenn sie es nämlich nicht schaffen, gewisse Türen mit einem Schlüssel zu verschließen, dann passieren zum Beispiel Erdbeben oder andere schlimme Sachen in Japan. Auf jeden Fall ein ziemlich dramatischer Abenteuerfilm. Ich habe den damals im Kino gesehen, war fantastisch. Mein zweiter Lieblingsfilm von Makoto Shinkai nach Your Name. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist auch deutlich spannender bzw. abenteuermäßiger als jetzt vielleicht Your Name oder Weathering with You, die ja eher in so eine Rom-Com-Richtung reingegangen sind. Der Film soll für 20 Euro als normale Blu-ray Edition erscheinen am 5. April und dann eben auch als Blu-ray DVD Collectors Edition für 56 Euro am 5. April und dann wäre da noch ein Steelbook auch hier am 5. April. Sind auch recht viele Extras
was dabei, aber leider keine CD mit dem Soundtrack, was echt so ein bisschen schade ist. Den gab es bei Your Name und bei Weather Review, aber eben nicht bei dieser Ausgabe, leider. Sci-Fi-mäßig wird's dann wieder in Break of Dawn, der handelt von dem jungen Yuma, dieser Film, und der träumt vom Weltraum, beziehungsweise will diesen halt erforschen, kriegt dann einen Haushaltsroboter zur Verfügung gestellt, ist so ein bisschen von dem gelangweilt, von der guten Nanako, aber als er dann mit diesem Haushaltsroboter über den Weltraum redet, kriegt er plötzlich einen Kurzschluss und wird von einem Alienschiff übernommen, und dieses Alienschiff behauptet, dass es halt erstens ein Alienschiff ist und zweitens auf dem Planeten Erde gestrandet ist, und unser Protagonist muss diesem Alienschiff halt jetzt helfen, wieder in den Weltraum zurückzukommen. Ist auf jeden Fall ein netter Film, soll jetzt für 25 Euro am 18. April rauskommen. Weiter geht's dann mit Recycle of the Penguin Drum, und Recycle klingt halt so negativ, ich weiß auch nicht, aber es ist halt auch wirklich nur eine Zusammenfassung von der Serie, und wenn man jetzt nicht wirklich ein Hardcore-Fan von diesem Anime ist, dann kann man, glaube ich, drauf verzichten. Es gibt natürlich ein paar Bonus-Szenen, natürlich, auf jeden Fall, aber ob diese sich wirklich für einen lohnen, besonders bei dem Preis, denn man muss für beide Filme insgesamt 56 Euro ausgeben, also das ist echt nicht wenig, so nach dem Motto, soll dann am 19. April erscheinen. Boys Love-mäßig wird's dann wieder in Mask Dungey, und diese eine Episode gab es ja für kurze Zeit mal bei Aniverse, auch mit deutscher Synchro, da habe ich sie mir angeschaut und ich war ehrlich gesagt ziemlich begeistert davon. Ist echt eine nette Boys Love-Geschichte, die auch so einigermaßen abgeschlossen ist. Klar, das könnte auch der Anfang von einer Serie sein, aber du bist eigentlich nach einer Folge auch einigermaßen zufrieden damit. Deswegen für Boys Love-Fans würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Die Synchro hat mir auch ziemlich gut gefallen, soll dann für 8 Euro am 25. April erscheinen. Ist auch recht günstig, aber natürlich ist es auch nur eine Folge. Und dann erscheinen ja noch viele Ghibli-Filme als White Edition, und da sind jetzt einige dabei. In diesem Monat einmal das wandelnde Schloss für 23 Euro am 19. April. Der Mondblumenberg auch 23 Euro, 19. April. Also 19. April bleibt immer gleich. Aya und die Hexe, dieser 3D-Film, darauf kann man ehrlich gesagt verzichten für 23 Euro. Flüstern des Meeres, diesmal 25 Euro aus irgendwelchen Gründen. Meine Nachbarn, die Yamadas, jetzt wieder 23 Euro. Übrigens, man kann ja fast alle Ghibli-Filme bei Netflix streamen, deswegen, wer die noch nicht gesehen hat, nicht einfach nur kaufen, sondern am besten erstmal bei Netflix Probe schauen und dann sich die besten halt gönnen als Blu-ray-Version, beziehungsweise je nachdem, worauf man Bock hat. Stimme des Herzens, Whisper of the Heart, mein Lieblings-Ghibli-Film, ist ja eine fantastische Romanze mit dem Song Country Roads, der regelmäßig gespielt wird, deswegen mag ich ihn so sehr. 23 Euro, auch 19. April. Arrietty, die wundersame Welt der Borger, auch ein ganz netter Film. 23 Euro, 19. April. Wie der Wind sich hebt, habe ich damals im Kino gesehen. 23 Euro. Die Legende der Prinzessin Kaguya, auch 23 Euro. Und zum Abschluss wäre da Pompoko, auch mal ein bisschen was anderes. 23 Euro. Kommen wir dann jetzt zu den Gesamtausgaben. Und da wäre einmal Arcane Familia, der eigentlich relativ stark anfängt. Ziemlich actionreich, aber dann extrem abbaut. Also da geht's dann von einer Nebenquest in die nächste, wo man irgendwelche Katzen finden muss. Also der hat dann im späteren Verlauf eher enttäuscht. Erscheint jetzt, glaube ich, auch zum 20. Mal als Gesamtausgabe für 30 Euro. Also, weiß nicht, kann man, glaube ich, drauf verzichten am 5. April. Verrückt wird's dann wieder in Dog and Scissors. Erinnert so ein bisschen an My Life is Ino Kami-sans Dog, nur nicht so freizügig, und die Protagonistin ist halt dieses Mal eine Autorin. Schaut den Anime auf jeden Fall vorher bei Crunchyroll Probe. Ist halt ein Comedy-Anime, deswegen erstmal da vorher bei Crunchyroll sich das Ganze gönnen. Wer es dann trotzdem als Gesamtausgabe sich holen will, kostet das Ganze 80 Euro am 19. April. Und so wie ich das sehe, hier wieder leider ohne Sammelschuber. Actionmäßig wird es dann wieder bei Danmachi. Da sind wir dann in der dritten Runde bei diesem Anime, zumindest im Gesamtausgabenbereich, für 90 Euro am 19. April. Ganz verrückt ist dann wieder Doraiko, der Animation. Handelt nämlich von Leuten, die eine Zahnspange tragen, aber eine ganz besondere Zahnspange. Denn wenn man nämlich gegen einen anderen Zahnspangenträger gewinnt in einem Spiel, kann man diesen sklavenmäßig kontrollieren, was zu allerlei verrückten Szenen führt. Klingt ja recht interessant, sollte man aber vorher probeweise bei Crunchyroll reinschauen, weil das könnte vielleicht nicht für jedermann was sein oder für jede Frau. Soll aber dann als Gesamtausgabe erscheinen, muss ich hier auch ein bisschen was zensieren, für 80 Euro dann am 19. April. Auf ein großes Abenteuer gehen wir dann wieder in Made in Abyss, The Golden City of the Scorching Sun, ist die zweite Staffel zu diesem Abenteuer-Anime. Aber auch da kann man nicht einfach die erste Staffel schauen, aber dazu kommen wir gleich. Die zweite Staffel soll als Komplettbox erscheinen für 70 Euro am 5. April.
April, was einigermaßen guter Preis ist. Das Problem ist nur, dass man halt zwischen Staffel 1 und 2 den Film Dawn of the Deep Soul unbedingt schauen muss. Das große Problem ist nur, mal abgesehen von so einem Spaten Prime-Kanal, wo man den auch streamen kann, also bei diesem Arthouse CNMA kann man den streamen, gibt es den halt nur in dieser Film-Trilogie-Box. Und zwei dieser Filme muss man halt nicht schauen, weil die fassen halt nur die erste Staffel zusammen. Ist halt echt ziemlich doof, ist jetzt aber ein befristetes Angebot, also je nachdem, ob das dann noch gilt, wenn dieses Video online geht, ist halt so ein bisschen schade, dass man das nicht einzeln veröffentlicht hat, aber kann es vielleicht nachvollziehen, weil man musste vielleicht die anderen Filme lizenzieren bzw. in diesem Paket dazunehmen und einzeln hätten sich wahrscheinlich die wenigsten die Filme geholt. Sportlich wird es dann wieder ein Harukana Receive und dieser Anime handelt von Beachvolleyball. Also für alle Haikyuu-Fans auf jeden Fall zu empfehlen, nur halt diesmal mit ein paar netten Mädels im Bikini. Ist auch eine relativ ernsthafte Sportserie, also da fokussiert man sich auch wirklich auf den Sport und das geht jetzt nicht komplett in so eine edgy Richtung rein, deswegen kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Soll jetzt als Gesamtausgabe für 80 Euro rauskommen am 5. April. Action-Krimi-mäßig wird es dann wieder in No Guns Life, wo unser Protagonist eine Knarre als Kopf hat, auch mal ein bisschen was anderes. Soll dann für 90 Euro erscheinen als Gesamtausgabe am 5. April. Ich glaube zum 20. Mal gefühlt als Gesamtausgabe kommt meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt raus. Wer diese Serie immer noch nicht sein eigen nennt, der kann sich das jetzt holen für 102 Euro am 19. April. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Volume-Veröffentlichungen. Da wäre einmal Insomniacs After School, wird dann abgeschlossen mit der zweiten Volume, eine fantastische romantische Serie für 50 Euro am 18. April. Sci-Fi-Action-mäßig wird es dann wieder in A Certain Magical Index der zweiten Staffel, davon die zweite Volume für 44 Euro am 19. April. Die Schwestern-Serie Wellgun geht auch weiter mit der zweiten Staffel für 43 Euro am 19. April mit der ersten Volume. Boruto geht in die 14. Runde mit Episode 233 bis 246 für 50 Euro am 18. April. Ein schönes Liebesdrama ist dann wieder Golden Time, wird jetzt hoffentlich endlich mal abgeschlossen mit der vierten Volume für 43 Euro am 26. April. Romcom-mäßig ist dann wieder Went a Goffin, die zweite Staffel Volume 2 mit diesem schönen Bild für 38 Euro am 19. April. Und zu guter Letzt wäre da die vierte Volume von Kanon. Damit wird dieser fantastische Anime auch abgeschlossen. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen für alle Clannad-Fans für 34 Euro am 5. April. Die erste Hälfte der Serie gibt es auch im Stream bei Aniverse. Wer also Probe schauen will, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Für noch mehr Anime auf Deutsch, klicke auf die Playlist oben rechts. Und für heftige Anime, die sich uncut lohnen, geh zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Anime wirst du dir anschauen oder vielleicht sogar kaufen? Schreib es doch gerne in die Kommentare. Drücke auf den Gefällt-mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann.